So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Heute in diesem Video geht es um das Thema: Kann man sich den Respekt von Hatern verdienen? Ist sowas überhaupt möglich? Ja, ich habe lang drüber nachgedacht. Das war jetzt einfach meine Idee. Entschuldigung, muss ich das mal schnell einen Schluck trinken. Ich habe drüber nachgedacht und es war ja so, dass ich auch schon viel gehatet worden bin, seit ich auf YouTube bin. Und ich kann da Muster erkennen. Ja. Also es ist nicht so, wie viele denken, dass man den Hatern ja es eh nie recht machen kann. Hater ihn so oder so kritisieren oder haten. Nee, das stimmt so nicht. Also bei den ganzen Videos, was ich jetzt gemacht habe, konnte ich jetzt ein Muster erkennen. Ich konnte bei gewissen Videos hatte ich mehr, manche weniger und bei manchen Videos hatte ich überhaupt gar keinen Hate mehr, ja. Und das lässt was erkennen und im Buddhismus sagt man auch im Buddhismus, dass der Feind ist der größte Lehrmeister, ja. Und so kann man auch den Hater Tatsache auch als Lehrmeister ansehen. Allerdings, also schon als sehr strengen Lehrmeister, also wirklich Hater sind wirklich, also quasi gehen mit einem sehr streng ins Gericht. Und die Frage ist, aber wie können wir das zu unserer spirituellen Weiterentwicklung nutzen? Oder was können wir tun, dass wir nicht so oft gehatet werden? Ja, dazu muss man erstmal die Psyche von einem Hater verstehen. Also Hater ist natürlich auch ein Neider. Ja, oft ist es so der Fall. Was hassen Hater ganz besonders? Was Hater ganz besonders hassen ist, wenn zum Beispiel jemand besonders sich hervorheben will, glänzen will, sagt man so. Wenn jemand glänzen will, dann ist es auch eine Form von Hochmut, von Arroganz, das vielen auch gar nicht bewusst ist. Weil viele, zum Beispiel YouTuber, treten auf YouTube an und denken, boah, ich bin wunderbar und meine Videos sind toll und so weiter. Und wissen eigentlich gar nicht, dass sie eigentlich noch viel zum Lernen haben. Ja? Und dass da schon Leute sind, die schon viel länger im Geschäft sind. Ja? Und das sind viele YouTuber, die denken, ich bin der Beste. Ja? Und es ist ja nicht so verkehrt zu sagen, dass man gut ist. Ja? Versteht mich nicht falsch. Wir sind ja alle immer Schöpferbewusstsein, ja. Aber man darf niemals denken, ja, man ist der Beste oder besser als irgendjemand anders, ja. Weil jeder gibt sein Bestes und jeder, es sind so viele Leute, die haben schon so viel Erfahrung und die haben schon so viel Wissen sich angeeignet und so viel kämpft mit ihrem Kanal, ja. Und wenn jetzt da jemand kommt und denkt, er ist der Beste, ja, und ist dann noch neu, dann ist es ja nicht der Beste, ja. Und das auf jeden Fall, das setzt Nivellierkräfte in Gang, nennt man das also bei Transforming. Nivellierkräfte sind ausgleichende Kräfte. Entschuldigung, ich trinke gerade ein heißes Getränk. Bevor es kalt wird, muss ich das noch schnell trinken. Ja, das setzt Nivellierkräfte in Gang. Sobald man nämlich sich als Diener sieht, ja, der Gemeinschaft, sondern sein Ego hervorbringen will, ja, da sind die Hater ganz stier und so und hauen drauf rein. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja. Was auch gibt, was halt auch gefährlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel selber hatet oder selber jemand ist, der sehr kritisch ist, auch kritische Videos macht. Jetzt guckt zum, ja gut, zum Beispiel jetzt mit der Susanne Krieger-Langer war auch schon wieder gefährlich für mich, ja, weil es auch wieder mit Vorurteilen und Urteilen, muss ich selber zugeben, zu tun hat. Das ist immer sehr gefährlich, weil das die Hater anzieht. Die Hater können es nicht leiden, wenn jemand selber hatet, weil das ihnen dann einen Spiegel vorsetzt. Ja? Also das ist dann auch wieder sowas. Es gibt eigentlich auch wieder so einen Ehrenkodex. Es ist auch so wie bei Gangster, weiß man, oder auch Haftinsassen, die haben auch sowas wie einen Gangsterkodex. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel die eine Gang an die andere Gang verrät, dann kann es sein, dass derjenige von beiden Gangs einen auf die Schnauze kriegt. Ja? Weil sowas können die Gangster nicht sehen. Selbst die Gangster, ja, haben wir eben auch in dem Seelenplan, dass sie eigentlich ihre Seele weiterentwickeln wollen. Die wollen sich auch zum Licht hin bewegen. Und wenn sie dann jemanden sehen, der also quasi rückwärts gewandt ist, dann können die das auch nicht leiden. Da haben die dann auch wieder so eine gewisse Moral und gewisse Ehrenkodex und so weiter. Ja. Ja, und so ticken auch die Hater. Also, wenn jemand andere kritisiert, kommt es oft doppelt zurück. Ja, weil man jemand Hass aussendet, dann kommt der Hass doppelt zurück. Ja, und somit sind Hater, kann man sagen, sehr strenge Lehrer, also sehr strenge Richter, könnte man sagen. Ja, aber man muss natürlich mal gucken, ist man vielleicht selber der strenge Richter, urteilt man selber schnell, verurteilt man. Ja,
Ist ja bei mir auch der Fall. Also ich muss mich da auch ein bisschen zügeln. Und es ist auch nicht gesagt, dass ich jetzt nach diesem Video, was ich jetzt mache, dass ich nicht nie mehr gehatet werde. Ja. Momentan ist Ruhe, muss ich sagen. Momentan sieht es fast so aus, als hätte ich den Respekt der Hater verdient. Erarbeitet oder so, könnte man sagen. Jetzt ist echt Ruhe, muss ich jetzt sagen. Also kaum Hate-Kommentare gewesen. Echt okay. Also ich denke, man hat es schon in der Hand. Es ist aber schwierig. Es ist ein verdammt hartes Brot, das muss man natürlich sagen. Ja. Trotzdem weise ich immer wieder darauf hin, auch im Buddhismus sagt, jeder Feind, egal wer, ja, wer einem was Böses tut, es ist immer eine Lektion dahinter. Und die Lektion muss man begreifen, die Lektion muss man verstehen und erkennen. Und nur so entwickelt man sich weiter. Also man kann nicht irgendwie eine Schutzhülle aufbauen und sagen, ja, niemand darf mich mehr kritisieren. Ja. Wenn dich niemand mehr kritisiert, dann wächst du ja nicht. Ja. Natürlich kann man nicht alles umsetzen, was die wollen. Das ist schon klar. Natürlich, man ist nur ein Mensch. Ja. Aber man muss einfach eine Balance finden. Dass man sagt, okay, ich bin nicht der Beste, ja, man darf aber auch umgekehrt natürlich, das umgekehrte Fehler wäre natürlich, wenn man sagt, ich bin scheiße, ja. Wenn ich jetzt natürlich kein Selbstbewusstsein mehr habe, total in Demut verfall, ja, also andere Extrem, und sage, ja, ich bin scheiße, ja, dann sagt der Hater, ja, alles klar, pack ein, ja, haben wir schon immer gewusst, ja, also es wird dann nur bestätigt, ja. Also, das darf sie natürlich auch nicht machen. Ihr seid ja gut, ihr habt ja Schöpferbewusstsein, ja, ihr seid im Wachstumsprozess, ja. Aber ihr seid nicht die Besten. Ja. Ich kann sagen, ich bin ein einzigartiges göttliches Wesen. Aber ich darf nicht sagen, ich bin besser als die anderen. Weil die anderen sind ja auch göttliche Wesen. Selbst wenn sie niedriges Bewusstsein haben, haben sie Potenzial zu wachsen. Ja. Das muss man ja anerkennen. Ja. Wir sind alle in einem, wie soll man sagen, in einem Verband, ja, in einem Seelenverband, ja, eingebettet. Und das muss man immer sehen. Man muss sich immer als Diener sehen. Und jemand, der quasi andere helfen will, so sehe ich das aus, so sieht es mein Kanal. Mein Ziel ist es, andere Menschen zum Helfer. Dabei möchte ich selber wachsen. Ich würde aber niemals sagen, ich bin der beste Bewusstseinscoach. Ja? Das würde solche Nivellierkräfte. Wenn ich heute ein Video mache und sage, hey, ich bin der beste Bewusstseinscoach, ja, alle anderen kannst du vergessen. Ja? Was glaubt ihr, wie mir da die Hater einfangen wird? Das hassen die Hater wie die Pest. Ja? Und so muss man das sehen. Der Hater quasi als strenger Lehrmeister, der ihn auf moralische Disziplin trimmt, ja, ohne dabei aber, dass du dein Selbstwertgefühl oder deine Selbstliebe verlierst. Ja. Das ist also quasi die Balance, die man halten muss. Entschuldigung, was man halten muss. Ja. Und dann kann man sich tatsächlich den Respekt von Hatern verdienen. Ja. Wenn jemand sieht, wenn sie sehen, ne, das ist nicht einer, der sich da als der Größte präsentiert will, das ist nicht einer, der bloß fett Kohle machen will, sondern das ist jemand, der wirklich der Gemeinschaft was Gutes bringen will. Ja, wenn das dann auch der Hater sieht, ja, dann muss auch der Hater anerkennen, ja, der Typ ist doch okay, was gibt es da noch groß zum Kritisieren? Er kann da nicht mehr groß kritisieren, weil er sagt, ja, er macht das Beste, was er machen kann in dem Leben. Mehr kann er halt nicht. Ja. Und das ist so mein Bestreben, dass es alle wissen. Mir geht es nicht darum, um zu glänzen. Mir geht es auch nicht darum, um Kohle zu verdienen oder sonst was. Ich kriege auch so meine Kohle. Ja. Und wie gesagt, und wenn mein Kanal läuft, ich mache auch viel mit Spenden. Ich möchte die Botschaft verbreiten. Das ist immer wichtig. Ja. Von dem her. Und ja. Und denk einfach, so bin ich einfach auf einem guten Weg. Und deswegen an alle Hater da draußen, ihr lieben Hater. Also, hab ein bisschen Geduld mit mir. Ich versuche mich zu verbessern, wo ich es verbessern kann. Ja. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Ja. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euch allen Licht und Liebe und ich wünsche euch noch eine gute Woche und bis bald, bis zum nächsten Video.